Peter Raganitsch, Klick Klick IT Solutions, willkommen bei der DOAG TV. Hallo Christian, freut mich hier zu sein. Hallo Peter. APEX, das ist doch dein Thema. Absolut. Welche drei Tipps würdest du geben, um schnell und effektiv in APEX zu entwickeln? Abgesehen davon, dass gute Vorbereitung hier die halbe Miete ist, würde ich als eine sehr wichtige Maßnahme die Strukturierung der Applikation sehen. Man kann hier zum Beispiel andenken, gewisse Nummernbereiche für die Seitennummerierung zu vergeben und zu sagen, die Seiten 1 bis 1000 sind für die Administration zuständig, die Seiten 1000 bis 2000 für den Kundenbereich und so fort. Das gibt dann gleich einen Rückschluss darauf, welche Seite gehört in welchen Bereich. Man kann hier dazu auch sogenannte Page Groups verwenden. Das ist eine logische Bezeichnung und gliedert die Seite ein. Das hilft bei der Übersicht, dadurch ist im Application Builder eine gute Auflistung möglich, man kann sortieren und gruppieren. Und das bringt mich gleich zum zweiten Tipp. Überall im APEX Application Builder, also in der Entwicklungsumgebung, werden Interactive Reports verwendet. Und wie schon bekannt ist, können diese Interactive Reports sehr gut angepasst werden. Das bringt mich jetzt dazu, dass ich die Ansicht dieser Interactive Reports in der Entwicklungsumgebung auf meine Bedürfnisse einstellen kann. Das heißt, ich lasse mir die Dinge anzeigen, die ich sehen will, den Bereich, an dem ich arbeiten will, sortiere mir das nach Seitennummern oder nach Bezeichnung und habe dadurch einen viel besseren und klareren Überblick. Mhm. Ja, Entwicklungsumgebung ist auch das Stichwort für den dritten wichtigen Punkt. Und das bedeutet natürlich, ich muss mich mit dem Werkzeug auskennen, das ich verwende. Das heißt, umsehen. Einfach mal durch den Application Builder durchklicken. Auch rechts ist eine Seitenleiste, da sind oft versteckte Funktionen drin zu finden, die an keiner anderen Stelle dann referenziert werden. Aber hier ist oft genau die Funktion drin, die ich suche. Aber gerne übersehen. Nachzulesen gibt es alles in der Dokumentation. Ah ja. Und auch wenn das manchmal etwas trocken ist, Dokumentation ist sehr wichtig. Und da will ich vor allem zwei Dokumente erwähnen. Das ist einerseits der APEX Application Builder Users Guide, ein etwas langer und sperriger Name, aber darin wird grundsätzlich Konzepte hinter APEX erklärt, wie funktioniert Page Handling, wie funktioniert Session State. Und das zweite wichtige Dokument, das ich tatsächlich selbst täglich verwende, ist die APEX API Referenz. Hierin sind alle wichtigen öffentliche APIs beschrieben, Funktionen, die ich selbst in meinem APEX-Code verwenden kann, in meinem Applikationscode. Vielen Dank. Bitte. Peter Raganitsch, Klick Klick IT Solutions, willkommen bei der DOAG TV. Danke, freut mich sehr, hier zu sein. Peter, wenn ich jetzt ein APEX-Anfänger wäre, welche Tipps hättest du für mich? Ich würde dir erstens zur Entscheidung gratulieren. APEX ist eine gute Wahl und der Einstieg ist denkbar einfach. apex.oracle.com, die zentrale Einstiegsseite für alle APEX-Interessierten. Dort kannst du dir zum Beispiel einen kostenfreien Workspace, also einen Arbeitsbereich, beantragen und dort mal die ersten Schritte machen. Besonders gut gelingt das mit dem sogenannten APEX Two-Day Developer Guide. Das ist ein Tutorial, das führt dich Schritt für Schritt durch die erste Applikation. Das muss nicht unbedingt 2 Tage dauern, aber das kann man auch über 2 Tage verteilt sich Schritt für Schritt die wichtigsten APEX-Entwicklungsmerkmale und die Vorgehensweise ansehen. Das ist der einfachste und leichteste Einstieg. Danach kennst du alle wichtigen Dinge und kannst schon beginnen, deine Business-Logik umzusetzen und deine eigenen Applikationen zu entwickeln. Vielen Dank. Bitte.